Hallöchen, liebe Freunde, wir haben uns mal wieder zusammengefunden, ne? Er hat Bock, seht ihr? Er hat Bock. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Ab in den Regalia. Einmal einsteigen, bitte. Und zwar automatisch. Ich muss mal schauen. Man kann hier nämlich hier auswählen. Karte. Kann man einen Punkt wählen, wo man hinfahren will. Finde ich cool. Parkplatz. Kann man einen Parkplatz auswählen, wo man hin will? Ja? Nee, 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 nee. Und jetzt kommt's. Aufgabenziel. Oder? Aber Prinzenversand? Bin das nicht ich? Na? Ja, an den Galdinkai begeben. Genau. Also automatisches Fahren. Parkplatz. Nee. Aufgabenziel und los. Neuer Tag, Hammergeil. neues Glück. Ja, auf geht's. Und die Musik ist auch schon an. Hammergeil. Los geht's. Jetzt fährt nämlich unser netter Ignis. Und wir können die Aussicht genießen. Ist das nicht cool? Und oben ist auch eine Anzeige, wie lange es noch dauert. Welch ein Luxus. Mei, so ein Hut hat schon was. Und die Umgebung hat auch was. Sau cool auf jeden Fall. Was ist denn das? Alles kaputt hier. So. Ja, dann machen wir uns heute mal auf den Weg zum Galdinkai. Da soll ich hin. Und das werden wir auch machen. Aber ich schätze mal, bis wir zu unserer Prinzessin kommen, wird es noch ein wenig dauern. Ein paar Minütchen. Hey, bist du denn da? Schnall dich mal an, Mensch. Wir sind schnell unterwegs. Was macht der? Und da habe ich gestern ordentlich ein Software. so lecker. Ustersbacher hell. Wunderbare Weize. Alles gab's. Das erste, das habe ich gleich auf Ex getrunken, weil das erste ist für den Durst und das zweite ist für den Geschmack. Ich Spaß. Gut. Ach so. Ich kann sogar lenken. Also der fährt zwar automatisch, aber ich kann trotzdem lenken. Das Meer! Ich kann das Meer sehen! Boah, Tatsache! Das ist der Alter. Galdinkai. Schwimmen, das wär's. Dahinter, was ist das für ein Ach, da seltsamer unten muss ich hin. Berg? Das ist eine Insel. Berg, Insel, wen interessiert das schon? Wir sind hier in einem Feriengebiet. Weiche Betten und Massagen, Leute! Und gute Küche. Die Fischgerichte hier sollen absolut fantastisch sein. Freu Fischi, mich schon Fischi, drauf. Fisch. Fischi, Fischi, Fisch. So, wir sind da. Wir sind am Galdinkai. Hammergeil. Ortschaft Galdinkai. Wir sind da. Einpacken. Och, dann auch noch rückwärts. Ignis. Hammerhart. Du hast's drauf, Junge. Ach, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Los kann's gehen. Wir sind am Galdinkai. Endlich am Ziel. Und von da geht's weiter. Okay. Jetzt ist es amtlich. Das Hochzeitskleid der Kanagi wird von Vivienne Westwood Ein entworfen. Artikel über die Hochzeit? Mit Foto von Lunas Hochzeitskleid. Oh, schicker Fummel. Na, da wird sich aber jemand freuen. Darin sieht sie bestimmt hinreißend aus. Oh, die spielen im Du Wasser. alter Glückspilznockt. Alter, Die spritzt dir die nass. Schneiderin, die das Kleid gefertigt Du hat, bist aber kein soll die Gentleman. Beste in ganz Altissia sein. Das Essen hier kann man sich bestimmt schmecken lassen. Hoffentlich ist für mich auch was dabei. Wehe, du schiebst Sachen vom Teller. Das wäre echt mal peinlich. Altissia ist berühmt für Fischgerichte, oder? Das gilt aber auch für den Galdinkai. Willkommen am Galdinkai. Servus. Bin da. Wer noch? Ich habe schlechte Neuigkeiten. Was? Ihr kamt, um in See zu stechen. Aha. Woher weißt du das? Doch, der Hafen ist geschlossen. Oh Wer nein. bist du überhaupt? Ein gestrandeter Wanderer wie ihr. Oh Ich nein. sehne mich nach meinem Zuhause. Und alles nur wegen des Waffenstillstands. Eine Sondermünze zum Friedensabkommen? Hä? Echt jetzt? So ein Quatsch. Das ist euer Taschengeld. Hä?
Hey, sag schon, wer bist du? Schau du aufs Maul, Junge. Sag dich doch schon, ein Wanderer. Ja, wer so rumläuft, ist kein Wanderer. So. Ob es stimmt, dass die Schiffe nicht fahren? Was haben wir hier für blaue Haare? Eigentlich nicht vorstellen. Am besten, wir schauen mal nach. Los geht's. Es leckt schon wieder stark. Ja, ja, ich muss mal einen neuen Rechner zulegen. Oh, was zu lesen. Hallo. Aus der Kosmogie der göttlichen Sechs. Der Riese Titan, so stark wie der Fels. Der Donnergott Ramu, so weise wie die Welt. Die Eisgöttin Shiva, so gütig wie frischer Schnee. Die Wassergöttin Leviathan, so tobend wie die Brandung. Der Schwertgott Bahamut, so stolz wie blanker Stahl. Und der Feuergott Ifrit, so hitzig wie fest. Tiefster Verrat. Dies sind die Götter, die Eos geformt haben. Hoffentlich. Läuft der eine schon vor? Aktueller Fahrbetrieb, Außerbetrieb. Der Hafen scheint echt geschlossen. Weit und breit kein Schiff zu sehen. Das ist blöd. Aber wieso? Aber 50 EP gekriegt. Ja, ich weiß nicht wieso. Weil man aus Altissia derzeit nicht wegkommt. Meinen Quellen nach hat Niflheim angeblich ein Embargo verhängt. Ihr müsst die Noctis-Truppe sein. Habe ich recht? Höchst erfreut. Mein Name ist Dino. Ja, Dino. Als Reporter habe ich so meine Quellen. Von mir bleibt nichts geheim. Von eurem Jagddebüt habe ich ebenfalls gehört. Ihr seid inkognito, oder? Keine Angst, ich halte dicht. Ja. Allerdings wäscht eine Hand bekanntlich die andere. Ja, dann schauen wir mal zu. Was liegt denn an? Oh, sehr schön. Du wartest nicht lange. Gib mal deine Karte. Bitte schön. Alter, wir haben Handys, wo man Tiere mit versteht. Aber so eine Karte. Ich habe auf der Karte eine Stelle markiert, wo es Rohedelsteine gibt. Die brauche ich für meinen Zweitjob. Im Gegenzug versuche ich, euch ein Schiff für die Überfahrt klar zu machen. Oh, und meinen Mund zu halten, natürlich. Sein Job ist es sowas. Momentan sind hier die preisgekrönten Fotos von vierten Fotowettbewerbs zum Thema Ignis zu bewundern. Der Typ hat uns ja direkt erkannt. Naja, wir verheimlichen es auch nicht wirklich. Er meinte, er sei Reporter. Wenn wir einen Artikel über uns vermeiden wollen, sollten wir uns gut mit ihm stellen. Ja, aber ganz ehrlich, der verdient sein Geld damit. Warum sollte er nicht so was Krasses wie jetzt den Prinzen von Insomnia, heißt es, glaube ich. Die Katze hat einen Quiz. Eine Katze. Katze. Was ist? Gehst du spazieren? Hast du dich etwa verlaufen? Dann hast du bestimmt Hunger. Hunger also... verstanden. Warte mal eben. Jungs, wir müssen hier irgendwas suchen. Futter, meinst du? Du könntest was angeln. Gute Idee. Das machen wir. Echt jetzt? Überall, wo sich ein Steg befindet, kann Noctis seine Angel auswerfen. Eine Angelausrüstung besitzt der Prinz bereits. Warum probierst du sie nicht gleich hier an der Vennas-Küste aus? Echt jetzt? Ich habe eine Angelausrüstung. Ausrüstung. Kleidung, Accessoires. Ich habe doch keine Angel. Wo es ein Steg ist. Da vorne ist einer. Da ist auch ein Laden dran. Da was? Ich schau mal zuerst zum Wasser. Und dann schauen wir mal, ob wir da angeln können. Jetzt muss ich echt der Katze einen Fisch angeln, oder? Eieiei. So, das ist Wasser. Da geht's zum Wasser. Ja, da ist auch so ein Angelladen, oder? Das sieht so aus wie so ein Schwimmer da oben drauf. So, kann ich angeln?
kann nicht ins Wasser. Ich gehe jetzt einfach mal. Wir haben geschrieben, wo ein Steg ist. Ich bin am Steg. Ist ein Steg. Hallo Steg. Grüß Gott. Du hast eine Angelstelle erreicht. Hier kannst du nach Lust und Laune auf Fischfang gehen. Versuch es am besten gleich einmal. Wähle zunächst eine Stelle, an der du deinen Köder auswerfen willst. Der Marker auf der Wasseroberfläche reagiert, wenn sich ein potenzieller Fang in der Nähe befindet. Ach, da oben. Schau mal auf der Map. Das sind so Punkte. Die ungefähre Position von Fischen wird auch auf dem Radar rechts oben angezeigt. Orientiere dich an ihm um den Marker, wenn du den Köder auswirfst. Okay. Bip, 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 bip. Schmeiß! Der Köder ist ins Wasser eingetaucht. Du kannst die Schnur nun durch Drehen der Spule einholen, um so den Köder zu bewegen. Ziehe die Angelrute dabei geschickt nach links und rechts, um deine Beute anzulocken. Ach, jetzt habe ich was weggelegt. Egal, machen wir das mal. Okay, ein Fisch hat angebissen. Reise die Rute blitzschnell in die Richtung des Pfeils, damit der Fisch sich am Haken festbeißt. Habe ich. Rechts. Der Fisch versucht sich loszureißen. Richte die Rute in Richtung des Pfeils aus, um die Schnurspannung zu verringern und ein Reißen der Schnur zu verhindern. Okay. Mach ich. Muss jetzt nur einholen oder so? Durch Drehen an der Spule schwächst du den Fisch. Jetzt kommt es darauf an, wer länger durchhält, der Fisch oder die Schnur. Am oberen Bildschirmrand siehst du, wie viel Ausdauer der Fisch noch hat. Ah, okay. Holen wir mal ein, das Ding. Lalala. Die Schnur ist extrem Belastungen ausgesetzt. Bei roter Schnurspannung solltest du R loslassen und die Lage kurz beobachten. Wenn das Blinken aufgehört hast, kannst du weiter an der Leine einholen. Okay. Na, 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 na. Da, da, da. Da, da, da. Oh, Katzen würden Fischfraß kaufen. So, was haben wir denn? Gut gemacht, Nacht. Was haben wir denn gekriegt? Dickkopfmakrele. Hammergeil. Neuer Rekord, ist ja auch der erste. Gratulation, du hast einen Fisch an Land gezogen. Deine Fänge bescheren dir nicht nur Kochzutaten, sondern auch andere nützliche Gegenstände. Aber gut. Was haben wir denn noch? Was kann ich noch machen? Wenn du Zutaten brauchst, dann orientiere dich am Radar rechts oben. Zum Kochen geeignete Fische werden durch gelbe Punkte angezeigt. So kannst du gezielt angeln, was du gerade brauchst. Aber das sind auch blaue. Je seltener ein Fisch ist, desto höher die Qualität der erhaltenen Zutat oder des Gegenstands. Verbessert dein Talent und besorge die Angelausrüstung um großartig für eine. Okay. Ja, ich habe hier noch Angelzubehör. Hier ist eine Rute, eine Spule. Ui. Ich hab zwei Spulen. Und eine ist halt mega stark. Okay, nehmen wir halt die. Rute. Habe ich auch. Krass. Köder. Ein Pudding. Leviathan. Bomber. Ich nehme den Pudding. So. Angelschnur. Habe ich plus die. Okay. Und blaue Sachen. Was ist blau? Ja. Wird hart. Was war das denn? Wird hart. Was ist denn jetzt los? Habe ich mal irgendwas ganz Hartes rausgesucht, oder? Kann das sein? Richte die Rute auf den Fisch aus. Ja, ach nee, was du nicht sagst, Junge. Ich hab's gleich. Meine lange Schnur reißt gleich. Ich hab's geschafft. Nicht übel.
Alter, was denn das für ein Kravenz, Mann? Atollmakrele. Hammerhart. So. Wenn ich nur hat an Haltbarkeit verloren und anfälliger gegen Reißen geworden. Behalte die Haltbarkeit immer im Auge und wechsle die Schnur rechtzeitig. Okay, das kriege ich hin. Angelzubehör. Nockt. Die Schnur hält nicht mehr lange. Ah, ich mache ja schon eine neue drauf. Was haben wir denn noch? Wir haben hier noch gelbe Fische. Fischi, Fischi, Fisch. Los. Na, 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 na. Na, 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 na. Der ist einfacher zu angeln, ey. Low Bob. Low Bob. Was haben wir zuerst gehabt? Einen wow. Dickkopf. Was ist das? Das ist auch eine Dickkopfmakrele. Ja, Angelzubehör. Ist schon klar. Oh, was ist denn das Blaue noch? Ich angel den Teich jetzt leer. Wieso kann ich nicht auswerfen? Auswerfen. Kann ich nicht. Okay. Dann tue ich das mal beenden. Ja. Schön. Aufhören. Ja. Juh, Angel weg. So. Ja, wir müssten jetzt rein theoretisch, geh mal wieder, den Fisch zur Katze bringen. Ich weiß zwar nicht, warum ich das tue, weil ich eigentlich keine Katzen mag. Aber, ja mei, ja. Man kann nicht alles haben im Leben. Manchmal muss man auch der Katze im Fisch angeln hier. Weiß ich wenigstens, wie das geht. Der da unten spritzt immer noch seine Olle an und die hat ihn immer noch nicht verdroschen. Ja, gibt aber Gas, der Junge. So, Mizi, 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 bist du noch da? Ich glaube, da hinten steht sie. Ja, sieht aus wie eine Mizi-Katze. Hallo Mizi-Katze, ich hab dir einen Fisch gefangen. Hier, frisch für dich gefangen. Nur für dich. Wie? Magst du etwa keinen Fisch? Dann sehen wir mal, ob es im Restaurant was für dich gibt. Echt jetzt? Die Köchin des Restaurants um Rat fragen. Wegen einer Katze. Das ist eine Katze. Die macht Miau und das war's. Willkommen am Galdin Kai. Grüß Gott. Ich habe eine Katze gefunden. Haben Sie vielleicht was, das einer Katze schmeckt? Erlauben Sie sich einen Spaß mit mir? Wie, tut mir leid. Nein, also, da ist so eine Katze. War doch bloß Spaß. Ich weiß Bescheid. Die kleine Mieze ist unsere beste Kundin. Es gibt nur ein Problem. Mir ist nämlich in diesem Augenblick Ihr Lieblingsfisch ausgegangen. Um die Kleine zu füttern, müssten Sie mir also selbst einen davon besorgen. Nein, oder? Echt jetzt? Ich habe doch voll viele gefangen. Vielleicht habe ich einen. Gute Arbeit. Oh. Haben Sie bitte ein Weilchen Geduld. Oh. Sie haben wirklich ein gutes Herz. Aber seien Sie vorgewarnt, Katzen sind sehr anhänglich. Und vor allem echte Gourmets. Das habe ich auch schon gemerkt. Die lassen sich nicht mit billigem Essen abspeisen. Hier. Fertig. Bringen Sie es zu ihr. Echt jetzt? Okay. Wir haben das Essen für die Katze. Ich hoffe, jetzt hält sie die Klappe. Friss und halt die Fresse. So. Ich gebe das mal noch schnell ab. Also ich hoffe, ich mache das jetzt echt nicht umsonst. Erfahrungspunkte for the win oder so. Oder irgendwelche Gegenstände oder so. Hier ist dein Fresschen. Ja, endlich. Diva. Verwöhnte Diva. Hättest du leichter einen Hund gekauft. Ach der hat ja einen. Ich glaub, sie mag dich. Meinst du? Alter. Vielleicht lässt sie dich nie mehr gehen. Eine klammernde Frau kann an den letzten Nerv kommen. 600 EP und eine Drachenschuppe. Danke, Mizi. Also, ich sag mal nichts. Ich sag mal auf Wiedersehen. Ja, das war's nämlich für heute. Wir haben eine Katze gefüttert. Aber wir sind auch zum Galdenkai gekommen und haben festgestellt, dass kein Boot fährt. Also, in der nächsten Folge werden wir uns um diese komischen Mineralien, Edelsteine kümmern. Für den einen, für den Dino, für den T-Rex. Weil der will uns ein Boot chartern. Finde ich voll geil von ihm. Wir werden es sehen. Also, bis zum nächsten Mal, euer Simon.